Ja, ich kann jetzt nicht den Verkehr schneiden. Ja, so läuft das in Italien. Alter! So funktioniert es in Italien. Spinnt Schau. Der Typ? Nein, so läuft es in Italien, Mann. Spinnt der? So funktioniert das hier. Ohne Licht, ohne Nummernschilder, aber egal, weil Warnblinker, wie man weiß, legitimiert alles. Gerade an der Ampel, es ist rot. Kommt ein Typ von hinten und zack, geht einfach so um uns rum. Herzlich willkommen zu Teil 3 des großen Italien-Roadtrips. Es geht jetzt von Rom nach Sizilien. Wir haben ja einen 500€ Ladegutschein in der MBW Mobility Plus App bekommen, weil es eben da was zu feiern gibt. Und zwar kann man jetzt diese Ladekarte auch in Frankreich, den Niederlanden und eben Italien nutzen. Davor und jetzt immer noch natürlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Überall eben zum fairen Einheitspreis, keine Roaminggebühren. Wirklich eine tolle Sache für alle Elektroautofahrer. Wir probieren es aus in Italien. Viel Spaß auf dieser Reise. Das war unser Zuhause für mehrere Tage. Philipp und ich, das Ex-Mitbewohner-Duo aus der Hauptstadt des Kauses, zieht weiter nach? Nach Sizilien. Schön durch Neapel. Da ist das Ding. Da müssen wir hin. Akku sagt so, leider nein, leider gar nicht. So, Philipp schaut schon mal das nächste Reiseziel irgendwie nach Afrika. Interessant, Philipp. Benghazi. Interessant. Wir schauen jetzt erstmal, wo wir laden. Ich filte jetzt mal hier nach schnelleren Ladestationen und sag, boom, da ist in Rom nicht viel. Langsamer gibt es natürlich mehr. Aber wir nehmen jetzt natürlich die schnellere Option. Das ist die schnelle Ladestation. Ja, wir stecken erstmal ein, aber ich muss das Auto hier einmal loben für eine Glanzleistung der letzten 5 Tage. Ah. Ja, ist gut gemacht. Gönnung. Und jetzt ins Auto rein. Das Ding genau. Hey. Nice, Philipp. Nice. There we go. Der Ladevorgang ist gestartet und mir ist eine Sache aufgefallen. Wir waren jetzt 5 Tage im selben Hotel. Du kannst dich vielleicht noch an mein altes, du kannst dich an das Model S erinnern. Natürlich. Aber ist ja auch manchmal gefahren. Weißt du, was da passiert ist, wenn du das Auto einfach ein paar Tage stehen gelassen hast? Es hat sich entladen. War aber auch sehr temperaturabhängig. Wie sehr? Stimmt, ja, im Winter war es noch schlimmer. Auf jeden Fall nennt man das Phantom Drain. Und hier beim Model 3, wir sind entweder mit 9% angekommen, dann war es eben bei 8% jetzt vor einer halben Stunde. Oder vielleicht waren wir sogar bei 8% und sind, dann hat sich gar nicht bewegt. Also es ist der Wahnsinn, wie einfach die Energie hier nicht mehr flöten geht. Natürlich gut sowas. Und jetzt haben wir eben hier weiter einen Ladevorgang in Italien, den wir mit der Mobility Plus App gestartet haben, beziehungsweise mit der Ladekarte dazu, weil wir eben von der MBW, die die App eben macht, ein 500€ Ladeguthaben bekommen haben, um die Ladenetzerweiterung zu feiern. Man konnte bisher immer in Deutschland, Österreich, Schweiz mit der Mobility Plus App laden. Und jetzt eben auch in den Niederlanden, in Frankreich und in Italien. Und deswegen probieren wir das mal aus. Ein No-Tesla-Roadtrip, ja, also keine Supercharger, keine Destination-Charger, wir nutzen das öffentliche Netz. So was Schönes, Philipp, so was Schönes. Hat schon was, ne? Also auch, obwohl es durchaus ein bisschen kaputt ist. Echt beeindruckend, das Kolosseum. Echt beeindruckend. Wir haben uns gerade überlegt, ob wir reingehen, kostet aber die Führung 35€ pro Person und dauert eine Stunde. Und so lange wollen wir auch eigentlich gar nicht laden. Und das Geld investieren wir im Mittagessen gleich. So, wir haben 1,5 Stunden geladen, sind jetzt bei 90% und der Alex steckt aus. Du musst auf den Riegel drücken. Ja, gut, entriegeln. Da. Alter, ohne Spaß, ich will so nach Sizilien, ne? Ich habe eigentlich eine Superkraft beim Autofahren, das ist Staus vermeiden. Ah, und es klappt überhaupt nicht. Wir sind, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich sogar immer noch Rom. Es zählt wahrscheinlich noch als Rom dazu gerade. Und es geht überhaupt nichts voran, ey. Katastrophe. Naja, Philipp hat mir einen neuen Podcast so ein bisschen gezeigt. Ich bin ja großer Fest- und Flauschig-Fan und Kosch hat mir das gezeigt. Und jetzt Philipp zeigt mir... Gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Ja, auch ganz witzig bisher. Und ich will da ankommen heute, aber es sind sowieso 8,5 Stunden Fahrzeit so. Mit Stau ganz, ganz giftig. Ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, für die Autobahn zahlen zu dürfen, weil hier ist der Verkehr viel. Hier ist ein bisschen anspruchsvoll. Ich muss jetzt wieder reinkommen in den Verkehr. Keine Linien. Einfach, ihr macht das schon, Leute. Ihr macht das schon.
Wir sind auf dem Weg nach Neapel, da möchte der Alex da gar nicht hin. Aber wir müssen eh tanken. Es war wie früher. Ich möchte. Philipp und ich haben eine schöne und aber auch teils dysfunktionale Beziehung gehabt. Als Mitbewohner, und genauso war es gerade wieder. Einfach zwei starke Männer mit zwei starken Meinungen. Ich will einfach in den Scheiß Süden jetzt und Philipp will alle 10 Kilometer Halt machen und Fotos machen und Kaffee trinken und sich jetzt Dorf anschauen. Also ich bin der letzte Mensch, der Fotos machen möchte. Aber der Vesuv, Neapel, der Blick aufs Meer, es ist schon was Schönes. Und diesen Mann hier muss man zum Genuss manchmal einfach zwingen. Von daher habe ich mich zumindest noch stark gemacht für einen Kaffee in Neapel. Und dann geht es direkt weiter nach Sizilien. Und er hatte ein gutes Argument, er hat eine Schnellladestation rausgesucht. Da war ich auch so ein bisschen, okay, dann bin ich auch halbwegs an Bord. Also Neapel liegt zum Glück auch auf dem Weg, logischerweise. Ne? Also genau, wir fahren halt so durch. Ein bisschen von der Autobahn runter. Und ich habe ja auch so ein bisschen Bock drauf, aber ich will halt auch eigentlich heute weit in den Süden fahren. Oh, Philipp, wir waren lange auf der Autobahn. Ich glaube, jetzt ziehen sie uns die Hosen aus. 16 Euro. 16 Euro, sagst du? Ja. Nee, ich glaube, so nackt machen sie uns nicht. Sag 13. 13 Euro. Verliererzahl Kaffee? Nee. Ja, gut. Siehst du auch das Ergebnis? Musst du auch vertrauen, dass ich... 14,70! Scheiße! 14,70! Du hast um 20 Cent gewonnen. Schaut euch mal diese abgefuckte Situation an. Wir sollen hier links... fahren, das ist ja übergefährlich. Schlechte Einsicht auf jeden Fall. Was ist das denn für eine Straßenflur? Boah, ich stehe jetzt schon eigentlich. Stehe ich im Gegenverkehr? Man weiß nicht. Fuck, ist das behindert, in Italien zu fahren manchmal. Aber wir machen es schon richtig, ich meine, der hinter uns. Ja. Steht es ja auch einheitlich. Muss halt einfach vortasten, ne? Muss halt einfach irgendwann anfangen, den Verkehr. Nee, gut, nee. Ja, du musst einfach dem gegen. Das ist die Vorfahrtstraße. Ja, ich kann nicht den Verkehr schneiden. Ja, so läuft das in Italien. Alter! So funktioniert es in Italien. Spinnt der Typ? Nein, so läuft es in Italien, Mann. Spinnt der? So funktioniert das hier. Das ist in Südostasien ja auch nicht anders. Ja, boah, was wird das denn für ein Move von dem? Zuerst kommt mal zuerst. Alter! Und die Straße hier ist richtig räudig. Da ist das Ding. Ein bisschen sieht aus wie so ein kleines Gefängnis hier für Elektroautos. Aber wenn es da Strom gibt, will ich mich nicht beklagen. Ja, Haken, immer gut. Anstecken, gerne. Strom, bitte. Zack. Also ich bin ja dankbar über jede Ladestation, die es gibt. Aber das ist jetzt schon ein unspektakulärer Ort. Schau mal, da. Ist da nochmal grün? Sind da nochmal mehr? Da sind scheinbar nochmal Ladestationen. Aber da ist nochmal eben ein Tor. Und hier dieses Tor ist zum Glück auf. Ja. Na gut, wir laden jetzt hier. Kaffee! Ich will jetzt wirklich kein Hater sein, aber weil der Deutsche so eine Tendenz zum Selbsthass hat und Italien immer so, oh, Bella Italia. Alter, es ist aber auch wirklich dreckig hier. Das ist unfassbar. Wir sind mitten in Neapel und es ist einfach dreckig. Und es ist überall so. Also wir sind hier 20 Minuten durch die Stadt gelaufen und es ist alles dreckig. Das gibt es so in Deutschland nicht, würde ich sagen. Ne? Also es ist nicht alles besser in Italien. Aber jetzt essen wir es mal und das Essen ist ja tatsächlich... Wobei, auch das finde ich in Deutschland echt sehr geil. Auch das finde ich so. So, wenn ihr mal den Knödel von meiner Oma gegessen habt, dann könnt ihr die Pizza aber auch einfach hinten anstellen. Ne? Das sage ich euch. Summer 96%, sehr, sehr, sehr geil, genauso will ich das sehen. Und 52 Kilowattstunden sind hier drin, also 52 Kilowattstunden mal 38 Cent. Das geht jetzt runter von den 500 Euro Ladeguthaben, die jetzt auch immer weniger werden. Jetzt sind wir 1500 Kilometer bald unterwegs, nach Sizilien runter, beziehungsweise bis zur Fähre sind es noch um die 500, also wirklich 2000 Kilometer. Aber ich will nach Palermo, und dann nochmal 300 extra auf der Insel. Okay, keine Ahnung, wie Geld. Warum will er jetzt 2 Euro haben? Okay, er ist auch sehr busy mit Telefonieren. Okay, keine Ahnung. Für was haben wir jetzt gerade 2 Euro und 10 Cent gezahlt? Wir sind seit 2 Minuten aus der Stadt raus. Okay. Italien. Echt immer wieder interessant, im Ausland zu fahren.
vor uns ist einfach ein Wagen ohne Licht, ohne Nummernschilder, aber egal, weil Warnblinker, wie man weiß, legitimiert alles. Da kann man in der zweiten Reihe stehen oder auch mal nachts Autobahn fahren. Willst du mich verarschen? Das ist der Mond. Also, ich weiß nicht, wie sehr es hier auf dem Video rüberkommt. In echt ist das Ding einfach mal so gigantisch groß, wie ich es noch nie gesehen habe. Wahnsinn, was für ein Blick hier über dem Hügel. Wir fahren von der Autobahn runter, weil hier die Ladestation ist. Und es sieht so aus, als wäre es hier umsonst. Also jetzt unter Neapel nichts mehr für die Autobahn gezahlt. I like. Direkt geknackst hier irgendwo. Nächste Ladestation. Mittlerweile bin ich vertraut mit den guten Dingern. Schön. Piep, 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 piep. Schau mal rein hier, was sagt er? Wir sind bei 11% und laden gestartet. Perfekt. Und zieht hoch auf direkt 37 kW, 36, 35. Warum geht er runter? 35 bleibt jetzt erstmal scheinbar okay. Das Ding in Italien ist, also erstmal super positiv und das ist das Wichtigste, alle Ladestationen funktionieren. Bisher hat jede Ladestation einwandfrei funktioniert. Was hier nicht so geil ist in Italien, ist, dass sie keine richtig schnellen Schnellladestationen haben. Ne, das Ding spuckt jetzt vielleicht so 50 kW raus. In Deutschland gibt es die MBW baut Ladestationen mit 300 kW. Ne? So, also da hast du richtig Dampf dahinter. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn du hier mit 50 kW nuckelst oder wenn du hier mit, ja, Tesla kann auch 250 kW ballern, unterwegs bist. Nichtsdestotrotz, wir kommen dem Süden immer näher. Der Süden ist schon in der Luft hier. Diese Kleinstadt ist hardcore. Da hat der Friseursalon 11 Uhr nachts auf. Also nicht nur hat der Friseur auf, auch die Füchse arbeiten hier nachts noch. Ganz ehrlich, ey, also Italien ist auch einfach... Ich beschwere mich jetzt zum dritten Mal heute, Leute, ich weiß. Vielleicht wollt ihr es nicht mehr hören, aber Italien ist auch einfach wirklich dreckig. Es ist sehr schön an manchen Ecken, und an anderen Ecken ist es auch sehr dreckig. Oh, jetzt kann ich den Zoom nochmal wirklich sinnvoll nutzen. Ist das ein Wolf? Ist das ein Fuchs? Ist das ein Hund? Was ist es? Auf jeden Fall ist er gerade im Himmel. Im Paradies. Richtig geil. Oh, er schaut mich an. Oh, nicht, dass ich das Essen bin. Ja, ja. Ist dein Müll, ist dein Müll. Jetzt sind wir wieder weg. Während das Auto lädt, habe ich ein Hotel gesucht, ein Hotel gefunden, ein Hotel gebucht und ich habe noch so weit zu fahren, noch so weit zu fahren. 1,3 Kilometer um die Ecke. Für ein Fuffi geschossen mit Frühstück. Yes, sir. Und wir sind den Stiefel schon ziemlich weit runtergekommen. Ich wäre gerne heute, ich gebe es ehrlich zu, ich scheitere an meinem eigenen Anspruch so ein bisschen. Ich wäre gerne bis hier da, wo der Hafen ist, gefahren. Ziemlich genau eine Stunde später sind wir bei 73%. Das läuft, das reicht. Packen wir's. Also wir haben es gefunden, direkt vor der Haustür, Parkplatz. Die Tür steht offen, aber es ist keiner da. Und jetzt stehen Philipp und ich und wir brauchen bitte auch jetzt eure moralischen... Ist der Kühlschrank voll? Nein, mach bitte auf. Weil wir haben auch wirklich Hunger. Nein. Säfte. Nein. Also sie haben jetzt gesagt, die kommen in 10 Minuten und wir sollen einfach hier warten. Aber die wissen nicht, dass sie das nicht abgesperrt haben. Hier ist auch noch Kuchen. Nein. Zwieback. Philipp, mach schon die Tür zu. Sehen so Essensdiebe aus? Ich mach mal die Kamera aus, ja. Ich mach euch nicht mehr stolz heute Abend. Sorry. Es tut mir leid, ich hab Hunger. Gute Nacht. Und guten Morgen. Ja, wer bist du denn? Hallo. Gut. Okay. Ey, es ist so schön hier, ne? Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man bei Dunkelheit fährt. Man sieht nicht, wie geil es ist. Da Auto, friedlich geschlafen, genauso wie wir. Und da sind einfach die Hügel,
Da hinten auch. Und da ist das Kätzchen, ja, hallo. Na, du liebe. Du hübsches Ding. Du hübsches Ding, du. Wie heißt du? Como te llamas, ha? Fuck, ich kann nur ein bisschen Spanisch, überhaupt kein Italienisch. Wenn ich es nicht eilig habe mit Ankommen, ja, wenn man nicht auf der Flucht ist, dann mag ich es spontan unterwegs zu sein. So, wir setzen uns ins Auto, fahren los, schauen, wie weit wir kommen, pennen irgendwo und dann kommen wir irgendwann halt dann an, wo wir ankommen wollen, in Sizilien. Philipp, das wird wohl nicht heute sein. Die Fähren fahren nicht. Die Fähren fahren, aber die sind ausgebucht wahrscheinlich. Also, so. Man kann so circa von egal wo, man kann von Rom aus, von Neapel, von überall hier irgendwie so diese ganze Strecke 10 Stunden lang fahren, 13 Stunden, kostet irgendwie so 150 Euro. Ich natürlich denke mir, warte mal, wir haben ja sowieso hier praktisch kostenlos laden und Autofahren ist schöner als schwimmen. Von daher fahren wir doch bis nach hier unten und springen hier einfach rüber. Das sind 20 Minuten mit der Fähre, ne? Also, jetzt kein dummer Plan per se. Man hätte halt nur die Fähre vielleicht schon gestern oder vorgestern buchen sollen, weil es gibt heute und morgen keine mehr scheinbar. Da bin ich aber echt überrascht. Ich auch, also ich eigentlich auch. Zu den Zeiten? Plus Corona, was ist denn was das? Was wäre denn bei normalen Zeiten? Wie lange müsste man denn da schon im Voraus buchen? Ja, aber ich bin ein paar Mal Autofähre gefahren. Ich fahre da eigentlich hin und buche das so, same day. Wir fahren jetzt trotzdem hin und schauen, dass wir mit unserem Charme da was machen können. Oh, ciao. una ferro, siciliana. Oh. Wir machen jetzt mal kluge Arbeitsteilung. Auto fährt, Alex sieht sich an der Landschaft satt. Meine Fresse, das ist schon einfach schöner als nachts zu fahren. Muss ja auch manchmal einfach vorankommen, so wie gestern. Was mich wundert, Tesla Navi-System, Auto behauptet, 90 wäre hier. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich schwimme hier auch einfach mit den Einheimischen. Mit 120, das halte ich für fair hier. Also wenn hier 90 ist, dann fresse ich einen Besen. Hier die Anzeige ist sowieso, also da verlasse ich mich sowieso nicht gern drauf, weil da steht immer mal wieder irgendwas, was eher nicht so ganz realistisch ist. Das ist mehr das erste Mal. Yes. Nice. Wir haben noch 1,5 Stunden, glaube ich, runter. Einmal hier der Autopilot, ne? Also ich habe, seitdem wir losgefahren sind, vor 1780 Kilometern, habe ich nicht einmal eingegriffen. Klar, ich fahre jetzt nicht die ganze Zeit im Autopilot, aber sagen wir mal, vielleicht so um die 1000 Kilometer Autopilot wird schon gewesen sein. Und jetzt auch hier, wo es so, sind jetzt keine Serpentinen, ne? So ist nicht, aber geht schon ein bisschen kurvig hin und her. Er macht's perfekt. Er macht's perfekt. Und jetzt im Tunnel kann seine künstlichen Augen auch hier den Tunnel handeln. Selbst das funktioniert. Der Wahnsinn. Ist schon wirklich gut geworden. Kann man echt nichts sagen. Es wäre vor 4-5 Jahren nicht so sanft gelaufen. Garantiert nicht. Wie sich hier wirklich niemand auch nur annähernd an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält. Ich gebe es zu, ich habe gerade so eine kleine Nerd-Attacke bekommen auf der Autobahn. Habe auf dem Display gesehen, dass wir hier gerade am südlichsten Supercharger Europas vorbeifahren. Also sagt mir, komm, da fahre ich einmal kurz raus, will ich sehen. Und der enttäuscht nicht. Also erstmal Ausblick. Nice. Und dann hier schön Solar drauf, ne? Alles mit Solar überdacht. Aber ich habe natürlich nicht eingesteckt, weil wir natürlich keinen Tesla fahren dieses Mal, ne? Der Roadtrip ist jetzt knapp 2000 Kilometer lang. 1900 Kilometer. Und es ist eben hier der Supercharger, der letzte in Italien, weil auf Sizilien in den nächsten Jahren wohl auch noch welche entstehen. So, jetzt will ich mal sehen, was die Mobility Plus App mir hier anzeigt, ob es hier auch noch andere Ladestationen gibt oder nur diesen Supercharger. So, hier ist die Mobility Plus App und siehe da, an diesem Ort gibt es noch mehr Ladestationen. Es wird hier schon dünner im Süden von Italien, aber es wären auch noch weitere 60 kW Lade hier, sogar um die Ecke. 1,8 Kilometer, aber nee, das machen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt einfach weiter bis zum Hafen und fragen, ob wir irgendwie eine Fähre bekommen. Und mit 28% geht es schon noch. Das sind so 150 Kilometer Reichweite. Und sind nur, ich glaube, 50 Kilometer darunter. Schaut euch mal bitte dieses E-Bike an. Der Junge hat sich mal, also wir fahren hier 50, ne? Also der Typ ballert hier in seinem E-Bike mit 50 durch ein Dorf. Durchs Dorf, ohne Helm, nix. Sieht ganz geil aus, aber muss ich lassen. Ja, ich habe auch ein paar E-Bike-Videos rausgehauen. Verlinke ich euch. Verlinke ich euch in der Beschreibungsbox.
Sehr geil, Teile von H&F Nikolai, ja, made in Germany aus Berlin. Success. Ah, wer sagt's denn? Tada! Tickets gezogen, muss einfach nur hinfahren mit den Leuten reden. 33 Euro, Boot fährt eine Stunde und wir sind ganz, ganz vorne mit dabei. Ganz, ganz vorne. Wer nicht mehr ganz vorne ist, ist der Akku. Ja, wir müssen auf der Insel einfach dann laden. Wird schon werden. Wir sind die Letzten hier auf dem Schiffchen drauf, oder was? Was mir öfter passiert ist beim Fernfahren, also so oft bin ich auch nicht Autofähre gefahren, aber dass der Fahrzeugalarm ausgelöst wird durch eben das Schaukeln so ein bisschen. Ich würde mal vermuten, wenn ich jetzt das hier ausstelle, Sicherheitsalarm, dass das dann wahrscheinlich eben nicht mehr passieren kann. Mach mal so und ich würde auch gerne hier hochgehen aufs Deck. Also ist die Aussicht wahrscheinlich ein bisschen besser als die Bienenwand hier. So, wir sind jetzt auf Sizilien und ich bin gespannt zu sehen, wie viele Ladestationen es hier gibt. Der nächste Ort, wenn man rüberkommt, ist Messina und hier sehen wir gleich, es gibt einige Ladestationen, auch wirklich stark im Zentrum und zu einer von denen werden wir uns jetzt hinbegeben. Der Ladestand liegt bei 12%, das heißt, wir brauchen bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir konsequent bis nach Palermo durchfahren können und wir werden die Zwischenzeit nutzen, um mitten im Zentrum zu essen. Tada! Wieder Ladestation gefunden und hier so schön markiert und die Leute halten sich dran. Keiner blockiert es, obwohl hier scheinbar echt Parkplatzmangel ist. Haben wir hier Parkplatz und Ladestation. Ne gusta! Sehr zentral vor allen Dingen. Erster Inselladevorgang. Hier haben wir noch ein deutsches Herbstblatt. Das ist doch mal eine Reise für so ein Blatt, oder? So einen deutschen Herbst, italienischen Hochsommer. Gönn dir! Philipp, wie heißt der Ort nochmal hier? Messina. Messina. Wir sind hier bei der Kirche von Messina scheinbar. Die gar nicht mal so verkehrt ist, wa? Ist natürlich schade, dass es hier auf Plastik alles serviert wird, aber Sri Lanka-Küche, richtig nice. Richtig gut. Wir kommen gerade zurück und da ist scheinbar eine Charge-Party. Chillen bei der Ladesäule. Grazie. Philipp, sammelt Komplimente fürs Auto ein. Ja. 94% in circa eineinhalb Stunden, Philipp. Du die Honors. Bums. 62 Kilowattstunden haben wir gezogen. Oh, you need this? Can I invite you for charging? So, zahlen wir mal für die Leute. Sie? Jetzt check ich die Situation. Er war nämlich bei dem langsamen Charger. Dann sind wir mit CCS fertig geworden. Dann wollte er sich nehmen, also hat ihn sich genommen. Dann dachte ich, komm, wir haben 500 Euro Ladeguthaben. Wir wurden reich beschenkt, dann geben wir es doch mal weiter an die Elektrofahrer-Community. Und jetzt zieht er auf unsere Kosten. Ja. Ich hoffe, hoffentlich war ich jetzt schon ein bisschen mit dem anderen geladen. Am Ende wird es endlich teure Ladevorgang. Nee, schon, ist alles cool. Nice. Fühlt sich gut an, ne? Wir müssen mal wieder zahlen. Alex, hättest du damit gerechnet? Nee, überhaupt nicht. Wir haben jetzt seit Dings, wo in Neapel, haben wir nichts mehr gezahlt. Hier ist mal die Geld. Hier ist Karte und Cash. Wir haben noch kein Ticket. Was ist denn das? Touris abgreifen. Wir fahren jetzt nach Palermo nämlich. Das sind 2,5 Stunden. Jetzt noch 2,15. Ein bisschen über 200 Kilometer. Und das sollte mit der Energie sehr gut hinhauen. Wahrscheinlich kommen wir so mit 36% an. Fahren in die Abendsonne. Und zahlen dafür Scheine. Schweine. Ich hab 5 Euro in der Hand. Wenn es mehr ist, werde ich sauer. Tschüss. Macht's gut. 1,20. Das machen wir. Wie er sich freut. Ja, der Sparfuchs. Ich habe gerade einen Ladevorgang finanziert umsonst, ja? Das muss ich ja sparen. Uh, 6,80 Euro.
86, ich sag ein runder Zehner. Spannung steigt. Und? 6,80 gegen 10 Euro und der Gewinn ist 9 Euro! Oh. Alexander Bangula! Welcome to Palermo! Ja, Tesla Navi rastet natürlich wieder vollkommen falsch aus hier. Auf den ganzen Einbahnstraßen kommt es nicht klar. Na gut, dafür habe ich die Augen im Kopf. Das Tesla Navi ist ja irgendwie auf Basis von Google Maps, ne? Also, da steht ja auch Google. Kannst du mal auf dem Handy... Naja, pass auf. Es ist wirklich einfach... schon mehrfach wollte es mich in Einbahnstraßen schicken, in die falsche Richtung, sonst würde ich mich nicht hier drüber beschweren. Und jetzt will es, dass hier geradeaus geht. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Mann. Also hier... Google Maps schickt mich auch genau durch. Hier durch. Nein, oder? Google Maps... Da safe war ich da nicht durch, Alter. Da schon durch. Safe mach ich das nicht. Nee, Alter. Guck, da kommt die werden mich alle hassen. Nee. Und wenn der Roller jetzt so fährt, fahr ich mit der. Nee, tut er nicht. Der fährt da rein, wo er nicht reinfand. Also, fuck, aber ey, das Auto. Haben wir mal, jeder hasst den. Was steht da? Nee, Digi, das ist die Polizei auch, oder? Ja, das ist die Polizei. Ja, komm, ciao. Wir sind Touristen. Sorry. Wir wollten es umfahren. Das ist jetzt die Parallelstraße. Hier ist weniger los, aber es ist immer noch einfach. Also man darf hier schon mit dem Auto fahren. Schaut auch keiner dumm, von daher passt. Ich fühle mich, es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Aber es... Die geben einen Fick drauf, dass wir hier durch wollen, ne? Vielleicht hören sie uns auch einfach nur nicht. Boah. Schöner Ort. Aber... Das ist die beste Auto. Auch schöne Menschen. Schöne Menschen. Jetzt. Wirklich in Italien Auto fahren ist echt... Echt challenging. Ich wünschte, ich könnte den Motor aufheulen lassen. Das Navi will, schau hier, schau was das Navi will. Mach was das Navi sagt. Man darf nicht rein. Ist egal. Mach was das Navi sagt. Ich will nach Hause. Bitte, mach was das Navi sagt. Es wird nur schlimmer. Hier sieht man mal. Der ist zurückgeflickt. Okay. Aber schau mal, der Junge. Alter. Der Junge kommt aus der Straße raus, wo er nicht fahren darf. Geht gerade aus den Grundschulen. 12 Jahre, ey, kein Helm, noch kein Habensack. Das ist so richtig alte Gebäude, das ist schon schön. Ja, nur nicht zum Autofahren. Ja, zum Autofahren nicht. Ist das ein Tesla? Ja, Bruder. Alter, wie, es ist auch so krass, du fährst in diesem Auto und du hast einfach die ganzen, Leute schauen. Alle schauen auf dieses Auto. Es gibt hier auch keine Elektroautos, ich habe noch kein Elektroauto gesehen. Das ist der Wahnsinn. Leute, es macht mich so fertig. Ich habe es aus dem Labyrinth rausgeschafft. Wir haben einen ganz anderen Weg gefahren. Sind jetzt bei dem Hotel, das wir uns ausgesucht haben. Dann ist das wieder hier einfach eine Einbahnstraße aus irgendeinem Grund. Dann versuchen wir hier auszuweichen. Und gerade an der Ampel, das ist rot, kommt ein Typ von hinten und zack, geht einfach so um uns rum. Ich habe sie jetzt mal mit dem Dashcam-Modus gespeichert. Vielleicht finde ich die Aufnahme und kann es euch zeigen. Einfach so, es ist rot, von hinten vorbeigeschlängelt. Ey, es ist so krank hier zu fahren. Es ist also wirklich mit Abstand die wildeste Verkehrsstadt, die ich in Europa bisher gesehen habe. Hotel gefunden und wie wir da genau hingekommen sind, will ich nicht genau erörtern und muss rausgeschnitten werden. Ich sag mal so, man passt sich den einheimischen Gepflogenheiten. Den Straßenverkehrsgepflogenheiten. Mich kennt sowieso keiner jetzt. Ah, ja. So, wir sollen hier reinfahren. Willst du mich verarschen? So, wir holen jetzt einmal schön aus. Oh, oh. Boah. Oh, easy money. Viel mal besser. Oh. Easy. Shit. Ding, 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 ding. 15 Meter dann links bei einem braunen Tor. Da. Ja, da ist es doch. Ja, da ist es doch. Jetzt hier klingeln. Nee, es geht von. Ja. Ganz, ganz schlimm, wenn ich jetzt hier in dem Auto sitzen würde. Du sitzt in dem Auto. Also wenn ich jetzt in dem Auto fahren müsste, hätte ich sehr wenig Lust.
Wir sind angekommen! Yes, endlich gut angekommen in Sizilien. Ich hoffe, die Hinweg-Roadtrips haben euch gefallen. Wenn ihr mehr Roadtrips sehen wollt, abonniert gerne, denn nächste Woche geht's weiter mit einem Video von der Insel. Und dann steht natürlich der lange, lange Heimweg an. Bis dann, ciao.